Heute kommen wir zu diesem kleinen netten Gadget, einem Halter fürs für die Utensilien, Besen, Handfeger, damit man sie nicht suchen und rumstehen muss. Das Weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen auf Darkies Hardware, hier war euer Darkie. Ja, heute gehen wir mal in die Haushaltswarenabteilung. Jeder von euch kennt das und es nervt. Wenn man diesen blöden Besen irgendwo in der Ecke rumstehen hat oder irgendwelche anderen Haushaltsutensilien wie Wischer und weiß der Kuckuck was oder den Handfeger nicht aufhängen kann, das ist mir sowas auf den Sack gegangen, auf den Geist, dass wir uns dieses Teil besorgen. Das Ganze nennt sich Barroom Holder, das heißt also so ein Halter für die Besen- und Dingsabteilung. Unboxing machen wir da nicht, ich bohre das Ding an, dann testen wir das mal kurz. Dabei sind gleich die passenden 6 Dübel mit Schrauben, damit ja nicht, wenn ich sag mal, losrennen müssen. Was haben wir noch dabei? Ja, das Ganze funktioniert hier, das zeige ich euch dann gleich nochmal. Da werden die Klamotten eingeklemmt und hier haben wir so einen Halter, den man, ich zeige euch noch an der Seite, kann man ausklappen. Und da können wir dann die Handfeger oder andere Schatriken anhängen, die uns echt auf den Seitengeist gehen. Na, das Ganze möchte ich in unserer Schmuddelecke einbauen, sprich da, wo die Mülleimer stehen. Ja, und dazu würde ich euch gerne mitnehmen. Ich hole das Ding jetzt mal an und dann würde ich behaupten, testen wir das Ganze mal. Okay, wir sind uns dann gleich wieder beim fertigen Produkt angebaut. Bis gleich. Zeige ich euch das mit dem Bleistift. Legt vorher eine Wasserwaage auf, könnt da schön anzeichnen, die einzelnen Punkte. Am besten so einen dünnen Haushaltsbleistift. Na? Und dann kann man die jetzt anziehen. Erstmal hier, müsst ihr natürlich bohren, das ist klar. So, wir halten jetzt noch mal eine Wasserwaage gleich rauf, ob es stimmt. Super, passt wie gemacht, wenn ich da oben gucke. Gerade. Gut, ich ziehe mal an und dann hängen wir mal die Utensilien hier dran. Leicht anziehen. Da dann auch. Aber wir hoffen, dass hier in diesen Wänden überhaupt was hält, was ich immer so bezweifle. Dazu benötigt man einen 6er Bohrer, ne? Nur zur Info. Ich ziehe mal an, das geht so nicht schlecht ohne mit der Kamera. So, da hier am Schuften. Ja, man hätte sich jetzt auch hier ein Ding nehmen können, also nicht überdrehen. Fest sollte schon sein, jetzt nicht mehr weitergeht. So, dann die nächsten. Da hätte ich jetzt natürlich auch einen Akkuschrauber nehmen können. Geht auch. Muss aber nicht immer sein. Guck mal, viel Stoff. Wenden hier, dafür drehen wir die. Jetzt das Ganze noch mal mit Wasserwaage kontrollieren. Sauber gearbeitet, passt. Gut, jetzt kommt der Test. So, praktischer ist jetzt, man kann das hier aufhängen, wie man lustig ist. Man kann den Haken natürlich auch anklappen hier. So, aber den klappen wir jetzt mal aus. Da muss man immer fest ran. Geht ganz einfach, zack. Da genauso. Und die Klamotte ist verschwunden. Und ihr habt Ruhe im Karton. Und die steht nicht in meiner Ecke rum. Fände ich so besser. Dann hören wir uns gleich zu meiner Endredition, wenn wir das länger gebraucht haben. Bis gleich. Ja, Video ist ja schon ein bisschen länger her. Also das Ding hängt jetzt locker schon 4 Monate oder so, keine Ahnung. Aber es ist eine coole Sache. Und ich muss mal ein bisschen belustigen. Weil jetzt ist der ganze Kram aufgeräumt. Und der ist jetzt hinten aus unserem Kabuff verschwunden. Jetzt liegt er da hinten in der Ecke hinterm Bücher. Man sieht es nicht gleich. Es ist alles schön ordentlich aufgehängt. Also das war eine coole Investition. Und ich kann das Ding nur weiterempfehlen. Wenn man seine Utensilien da einhängt, zack, passt.
rutscht nicht weg. Man ist das los, dann dieser Haken, da kann man noch so kleine Utensilien anbringen. Meine Frau war erst so skeptisch, ne? Jungfrauentechnisch. Ich sage, ich bin immer ein bisschen misstrauisch manchmal. Aber sie hat eingesehen, es ist besser. Also unsere ganzen Wischer, Swisser und wie die Dinger alle heißen, sind jetzt auf jeden Fall spurlos verschwunden. Und ich fand es, mir hat Spaß gemacht. Das ist immer was anderes als die schnöde Hardware. Deswegen haue ich das Video jetzt mal raus und gebe für die im August werden jetzt auch richtig ordentlich Videos rausgeknallt, weil wir haben zu viel davon. Echt ist es Zeit, dass diese alten Dinger dann auch mal wegkommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst euch ein Abo da oder drückt den Daumen in irgendeine Richtung. Das Teil packe ich euch natürlich wieder in die Videobeschreibung. Aber von mir klare Kaufempfehlung, ja, jeder Cent wert. Das hat mir wirklich... manchmal gibt es auch so kleine Gadgets, die sind toll. Und das ist ein Gadget, was ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe oder nicht, was mir sehr gefallen hat und was auch wirklich gut ist. Deswegen habe ich ein Video darüber. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen und wem Spaß gemacht hat, wie gesagt, Abo da lassen, Daumen und Liken ist Pflichtübung, wir wollen wachsen, wir wollen die 3000er knacken, na, das ist mein nächstes Ziel. Ja, da gibt es jetzt Größenwahnsinn, Quatsch. Das hilft natürlich dem Kanal, umso größer wir werden, umso mehr haben wir vielleicht noch ein bisschen Glück auf die Hersteller und wir können alles einander so mehr zeigen. Und ich muss das nicht immer alles selber bezahlen, das wäre mal schön. Darüber würde ich mich freuen. Ihr könnt auch den Kanal, wäre schön, wie gesagt, jetzt kommt Werbung, jetzt wenn ihr den Kanal supporten wollt, nutzt die Affairs-Link von Amazon, sehr dankbar, können wir immer gut gebrauchen und oder wer es übertreiben will, darf auch gerne den PayPal-Link mal drücken für eine Spende. Würden wir uns auch mal drüber freuen, wenn da mal ein bisschen Geld reinkommt, dann können wir vielleicht mal das eine oder andere machen. Da gibt es natürlich noch unseren ich sage immer, entschuldigt. Unseren Fanshop, wenn ihr den mal benutzen wird, was selten da gemacht wird, da gibt es natürlich auch das ein oder andere coole Sachen, die ihr vielleicht erstehen könnt und damit unterstützt ihr den Kanal auch. Dafür schon mal danke. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Wie gesagt, Glocke, bla bla bla, nicht vergessen. Na, nächste Video ist natürlich am Start und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Gaming Software oder Hardware Chat. Schauen wir mal. Aber ich zähle auf euch. Bis zum nächsten. Ja, sagt gesagt, tschüss. Hat es nicht.